Ich war ja 71 in den Flüchtlingslagern und das war während des Bangladesch-Krieges. Und es war ein großes Flüchtlingsproblem. Es gab große Cholera-Epidemien und es waren viele Organisationen vertreten. Auch viele einfach nur repräsentiert und ganz wenige Organisationen, die auch wirklich gearbeitet haben, sozusagen an der Basis. Ich war für Medico International da. Von Medico waren zwei Ärzte da. Wir sind hingekommen, haben ein Feldlazarett aufgebaut und haben dann einfach angefangen zu arbeiten, wie wir helfen konnten. Auf die Not vor Ort hat es notwendig gemacht, dass ich 3 Monate da geblieben bin. Und ich bin, als ich dann zurück war, ich musste zurück, ich bin mit wirklich schlechtem Gewissen gegangen, weil ich habe gedacht, Mensch, ich lasse diese Kinder vor allem einfach im Stich. Ja? Und das ist wunderbar für mich jetzt zu sehen, dass die nicht im Stichglas waren, sondern sonst unmittelbar danach noch eine neue Organisation gekümmert werden. Ja? Und ich hätte länger bleiben können. Der hat kein Geld gegeben, hat ihr einen Vitaminkomplex gegeben. Hat ihr gesagt, only B-Komplex, no calcium, iron free. Ja, und sie soll viel Gemüse essen und Fisch und viel trinken. Die brauchen mich nicht hier, das war damals in der Flüchtlingslager, ja. Aber die haben gut ausgebildete Gesundheitshelfer und die machen perfekte, gute, zuverlässige Arbeit. Eine Fahrerin, damals unvorstellbar. Das Wichtigste ist wirklich, als ich hier gearbeitet habe damals, brauchten natürlich auch Helfer in unserem Hospital. Wir hatten nur Männer als Helfer. Frauen kamen gar nicht in Frage dafür. Und jetzt siehst du, die haben Frauen als Gesundheitshelferin ausgebildet, Frauen vom Land, die keine Schulbildung hatten und die wirklich jetzt wichtige Funktionen haben, aufgewertet sind als Frauen und wichtige Funktionen in der Gesellschaft haben. Mhm.